In dieser Woche sollten im Frankfurter Römer die Etatanträge für den Doppelhaushalt 2020 und 2021 beraten werden. Die Corona-Pandemie hat natürlich auch für uns als Stadtverordnete den parlamentarischen Betrieb durcheinandergewirbelt. Wir werden heute in einer kurzen Parlamentssitzung über den Etat 2020-21 beraten, jedoch nicht ausführlich diskutieren. Für uns als Linke steht jedoch außer Frage, dass Solidarität und die Sicherheit für alle in diesen Zeiten noch wichtiger ist als zuvor. Wir fordern als Linke einen Schutzschirm für alle Menschen in Frankfurt, der gerade jetzt in den Zeiten dieser Pandemie mit Folgen, die noch gar nicht absehbar sind, für uns alle wichtiger ist denn je. Wir haben als Linke über 60 Etatanträge eingebracht, mit denen wir viel leisten wollten, um das Leben der Menschen konkret besser zu machen in Frankfurt. Uns geht es dabei um die Frage bezahlbaren Wohnraum. Es geht um die Kinderbetreuung in Frankfurt, die besser werden soll. Es geht auch endlich darum, dass Unternehmen stärker in die Pflicht genommen werden müssen für die Finanzierung des Gemeinwohls. Und es geht unter anderem auch darum, dass wir viel mehr machen für den Klimaschutz. Die Corona-Pandemie hat uns als Linke aber noch deutlich vor Augen geführt, dass wir jetzt sofort, schnell und unbürokratisch handeln und helfen müssen. Die Politik ist jetzt in der großen Verantwortung, alles dafür zu tun, dass die Folgen der drohenden Rezession, dass die Folgen dieser Krise den Menschen so wenig wie möglich ihre Existenz gefährden. Und ja, da steht viel auf dem Spiel. Ich denke zum Beispiel an die vielen Kleinunternehmer, ich denke an die Solo-Selbstständigen, die vielen Künstlerinnen und Künstler in Frankfurt, die jetzt wirklich darum kämpfen, wie sie über die Runden kommen. Und ich möchte auch mal daran erinnern, dass 2007 es auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler waren, die die großen Banken gerettet haben. Das waren auch die kleinen Buchhändler, das waren auch die Physiotherapeuten. Und deswegen wollen wir als Linke jetzt auch die Banken in die Pflicht nehmen, den Menschen zu helfen. Und deswegen fordern wir zum Beispiel, dass es kein Geschäft mit der Not geben darf. Wir wollen, dass die Dispozinsen gedeckelt werden auf ein Niveau von 5%. Wir wollen auch, dass Zinszahlungen unbürokratisch und völlig problemlos gestundet werden. Weil es darf nicht sein, dass gerade große Banken und Kreditinstitute, denen vor 10 Jahren geholfen wurde, jetzt Profit mit der Not der Menschen machen. Was wir auch wollen und was wirklich, wirklich wichtig ist, ist, dass wir endlich erkennen, was wirklich systemrelevant ist. Ja? Und die Krise, wenn sie etwas Gutes hat, dann doch das, dass wir plötzlich alle erkennen, wer wirklich den Laden am Laufen hält. Und das sind nicht die Investmentbanker, das sind nicht die Broker, sondern es sind die Kassiererinnen und Kassierer, es sind die Busfahrerinnen, es ist das Pflegepersonal, das zurzeit in den Krankenhäusern Unmenschliches leistet, das wirklich bis an die Grenzen der Belastbarkeit in dieser Krise gefordert ist und die Menschenleben retten. Und es ist höchste Zeit, dass wir diesen Menschen endlich auch einen Lohn bezahlen, der ihrer Tätigkeit angemessen ist. Es kann nicht länger sein, dass diese Menschen mit einem Gehalt abgespeist werden, das in Frankfurt kaum zum Leben reicht. Nein, das muss sich ändern. Und da haben wir als Linke auch die Meinung und die feste Überzeugung, dass warmer Applaus alleine nicht reichen wird. Das hilft ihnen nicht. Auch kein feuchter Händedruck. Es braucht ganz konkrete Maßnahmen, das Lohnniveau für Pflegerinnen, Pfleger, für die Ärztinnen und Ärzte, aber auch zum Beispiel für die Busfahrerinnen und Busfahrer. Das muss natürlich angepasst werden nach oben. Sie sind die systemrelevanten Personen. Sie sind die Personen, die den Laden am Laufen halten. Und das merken wir in der Krise deutlicher denn je. Was wir aber auch ganz konkret fordern mit einem Etatantrag, den wir jetzt dringlich einbringen, ist, dass niemand, wirklich niemand in der Krise aus seiner Wohnung geworfen wird. Ja, es kann passieren, dass Menschen die nächsten 2-3 Monate vielleicht Probleme haben, die Miete zu bezahlen. Und deswegen appellieren wir an alle Vermieter in Frankfurt, dass sie den Menschen entgegenkommen, dass sie Rücksicht nehmen. Wir verlangen aber auch von der städtischen ABG, von der Nassauischen Heimstätte, es sind 2 Wohnungskonzerne, die in öffentlicher Hand, also im öffentlichen Eigentum sind, dass sie jetzt auf Zwangsräumungen verzichten, dass keine Mieterhöhungen kommen und dass man jetzt wirklich versucht, gemeinsam und geschlossen durch die Krise zu kommen. Und das bedeutet für uns eben auch, Vermieter und Vermieterinnen in die Pflicht zu nehmen und hier Solidarität statt Profitdenken in den Vordergrund zu stellen. Und letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, bevor es dann um 16 Uhr losgeht mit unserer Plenarsitzung, ist das, was die Krise auch ziemlich deutlich macht, dass die sozialen Verwerfungen ja nicht nivelliert werden durch die Krise. Es werden Menschen unterschiedlich betroffen sein durch die Corona-Pandemie. Und es ist auch nicht so, dass es für alle Menschen gleich möglich ist, Homeoffice zu machen.
Nicht jeder von uns kann Stay at Home praktizieren, weil es zu Hause wunderschön ist. Nicht jeder hat einen Garten vor der Tür. Also wir müssen auch erkennen, dass in der Krise noch mal deutlicher wird, wie die soziale Spaltung ist in diesem Land, aber auch in Frankfurt, wo die Menschen ganz unterschiedlich betroffen sein werden und es die Aufgabe der Politik sein muss, diese soziale Spaltung endlich zu überwinden. Wir als Linke sagen schon lange, dass Schluss sein muss mit diesem wachsenden Unterschied zwischen Arm und Reich, dass Schluss sein muss mit der Tatsache, dass die einen eben in kleinen Zimmern wohnen, die anderen aber wirklich 200 Quadratmeter Penthouse-Wohnungen besitzen. Nein, wir müssen gucken, dass die Schere zwischen Arm und Reich geschlossen wird. Und diese Pandemie, mit der wir uns jetzt konfrontiert sehen, müsste eigentlich der Startpunkt sein, dass wir, wenn das überwunden ist, wenn wir das Ärgste geschafft haben, dass wir dann nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern dass wir dann die Weichen stellen für eine wirklich solidarisch bessere Gesellschaft, die natürlich mit Pandemien besser umgeht, die aber auch das Gemeinwohl schätzt und letztens, dass auch der Dümmste erkennt, dass der Markt eben nicht alles regelt, weil das zeigen die Tage jetzt auch. Das zeigen auch die Debatten im Deutschen Bundestag, im Hessischen Landtag und wird auch die Debatte im Römer wahrscheinlich zeigen, dass Menschen erkennen, dass eben ein zügelloser Markt nicht alles regelt und ein starker Sozialstaat, der das Gemeinwohl stärkt, in der Krise wichtiger denn je ist. Und wir müssen alles dran setzen, diesen Sozialstaat künftig auszubauen. Und auch dafür wird die Linke auf allen Ebenen, in den Kommunen, auf Landesebene und im Bund immer Beiträge leisten, weil ohne einen starken Staat werden wir, gerade was solche Herausforderungen wie eine Pandemie betrifft, eben niemals begegnen können.